Hallo und willkommen zurück zur Jubiläumsfolge in 7 Days to Die. Echt? Folge 100. Echt? Bei mir jedenfalls. Ja. Ui. Ja. Folge 100. So. Finde ich gut. Und es regnet, denn wir wollen heute umziehen. Sind alle leer. Ich belade gerade das Fahrzeug. Essen, Trinken, Pillen ist alles leer. Ja. Umzug bei Regen. Wollte ich schon immer. Ist toll. Ich nehme mal einfach hier so ein bisschen Zementus mit. Hey, wieso kann man den Kürbis nicht mehr aufnehmen? Weil der Gebietsschutzblock hier, glaube ich, deaktiviert ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wo hängt denn der Gebietsschutzblock hier? Wo habe ich den hingebaut? Oben? Ich glaube, du hast ihn unten hier reingesetzt, hier irgendwo unter uns. Oder er ist oben irgendwo drin. Guck mal oben. Nee, oben hatte ich den nicht gesetzt. Der war, Backe, wir haben den früher gesetzt. Ja. Dann sitzt der unten irgendwo. Scheiße. Genau. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Ich auch nicht. Gut möglich, dass der hier drin sitzt, ja. Dass ich den damals hier reingesetzt habe. Mhm. Naja, gut, ne? Ich meine, Bohrer rausbuddeln. Aber mich wundert eh, dass der überhaupt... Aber dann würde ich von oben durch die Decke gehen, das geht schneller. Ja. Warte mal, ich guck mal gerade auf der Karte. Ein Stückchen vor. Ja, dass der nirgends so oben ist. Ich hab's vergessen, das ist zu lange her. Na wenn, dann... Ach nee, doch, er ist hier oben. Er ist hier oben. Ja. Zeigt's ja an hier, warte mal, er muss... Da ist er, ich hab ihn. So, pass auf. Entfernen. So. Und dann baue ich uns einen neuen. Wo war er jetzt drin? Ach, da oben. Ah! Genau. Da hab ich nicht hingeguckt. Wenn du willst, warte mal, ich habe ja einen Gebietsschutzblock. Der sitzt ja da hinten. Ja. Da, bau du mal einen. Hier hast du ein paar Steine, falls du keine hast. Ja, ist nicht schlimm. Ich esse so lange Schämsuppe. Zieh ich mit dem Strohhalm. Ah, lecker. 14 Sekunden. Oh ja, ist gut. Immer mit der Ruhe. Was sagt denn eigentlich hier so unser 9mm Vorrat? Fertsch. Und jetzt setze ich den da wieder rein. Setze den da oben rein, ja. Ja. Und dann kannst du noch E gedrückt halten. Ach so, dann sehe ich die Striche. Wenn du willst. Ah. Musst du nicht unbedingt, aber theoretisch müssten wir jetzt die Sachen hier wieder aufnehmen können. Kann man ja mal hier mit der Kürbislaterne. Ne, ich kann sie nicht aufnehmen. Ich kann sie auch nicht aufnehmen. Kürbislaterne geht nicht mehr. Das ist ja gemein. Mein Feuer konnte ich mitnehmen. Kisten gehen aber nicht. Ich kann die Schmieden auch nicht aufnehmen. Ja, die brennen ja auch noch. Ich kann sie aufnehmen. Aber da ist auch noch so viel eingebrannt, ne? Ja. Ich nehme mal die Betonmischer mit. Die nehme ich mal mit. Aber alles, wo erstmal so viel eingeschmolzen ist, würde ich erstmal alles versuchen, auch rauszuproduzieren. Wenn wir jetzt noch sagen, Eisenbarren oder was auch immer, Geschossspitzen, das würde ich jetzt versuchen, alles zu produzieren, statt rauszuschmelzen. Nimm es ruhig so. Ja. Schmeiß mal ruhig noch überall was an.
Ja, ich habe jetzt hier nochmal überall Stahlbarren angeworfen, in den vier hier hinten. Hier laufen die Benzinkanister durch. Mhm. Hier sind die Geschütztürme drin und den Kran, den kann man schon mal mitnehmen. Dann kannst du auf jeden Fall alles in dein Moped laden, was wir zum Bauen noch brauchen. Beton und so Zeug und auch Kisten, vorsichtshalber ein paar fertigen, dass wir da erstmal grob was reintun können. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall Nägel. 80 Stück haben wir, brauchen ein paar mehr von. Haben wir hier irgendwo eine Schmiede, die gerade nichts macht? Ja, hier. Nägel. Machen wir mal gerade 200 Nägel. Geht ja schnell. Ja, die ballern ja schnell durch. So, was haben wir? 10 Bewegungsmelder. Könnte mir gerade mal Pistolen, Geschützturm nochmal hier. Achso, genau. Teile, hier Handfeuerwaffenteile. Stahlbarren. Öl. Und Plastik. So, könnte ich die doch eigentlich hier anschmeißen. Maschinenpistolen, Geschützturme, 6 Stück. Ah, die stacken nicht, ne? Nee. Wie die anderen Maschinen auch. Und Betonwischer und alles sowas, das stackt nicht. Dann machen wir mal hier 3 Stück. Ne, 2. Und hier noch wenigstens einen. So, ich bin krachend voll, das Auto ist krachend voll. Ja, okay. Mach mal die Geschütztürme zu Waffen, hä? Ja, machen wir bei Waffen. Ja, rein. Pack die doch erstmal da rein. Hier ist ja ein Schrotflintengeschütz. Du hast du den eben gekauft, oder Nein. was? Nein. Guck in deine Jones-Kiste, bitte. Ja, ich guck da jetzt rein. Tactical Warfare, ja. Und noch eine Schatzkarte. Und Stahlpfeile. Und Sprengpfeile. Cool. Danke. Bitteschön. So. Dann würde ich mal. Ja, was brauchen wir jetzt denn? Wir machen eine Etage drauf, ne? Wir brauchen Pflastersteinblöcke, wir brauchen was zum Aufwerten, ja. Wir brauchen Beton. Hab ich. Ich nehme mir noch einen Hammer mit. Ich habe auch noch Pflastersteine mit, ich habe Beton mit, ich habe die Zementmischer, ja. Kannst ja ein bisschen Farbe mitnehmen und einen Pinsel. Ich bin krachend voll, lass uns los. Ja, ich bin nicht krachend voll. Gut. Naja, das ist egal. Hm? Ja, fahr ruhig ohne mich. Ach so, ein Moped, das kannst du doch vollladen. Nein. Das wäre effizient, okay. Du lässt dich lieber fahren. Richtig. Ach, Hase. Bitteschön. Danke. So. Wir müssen sowieso noch ein bisschen hier planen. Wollten wir hier? Nein, hier, das ist ja schon die Etage. Hier kommt ja praktisch das Lager rein. Genau, hier kommt in der Mitte die Säule, diese Breite rein und dann waren ringsrum. Na, die breite Säule in der Mitte war ja nur, weil ich hier im Original in der Mitte hier ungefähr hier die Luke nach unten hatte. Die wollte ich ja nicht mehr bauen. Ach so. Also deswegen fällt die Säule praktisch weg. Wir könnten aber hier eine Stützwand natürlich reinziehen. Ich würde hier trotzdem eine Säule reinziehen. Ich fand das gar nicht schlecht. Das sah ganz cool aus, dass außenrum alles voll war und dann. Und dann noch war hier war das Treppenhaus hier hoch. Und da ging es hier hoch. Ja, das ging von hier aus hoch. So, hier war die erste Stufe praktisch. Und darunter war ja dann eine Werkbank und sowas. Da war die erste Stufe. Aber vielleicht können wir da doch ein bisschen anders bauen diesmal. Ich muss echt mal gerade ein bisschen überlegen. Wir könnten vielleicht auch das Treppenhaus hier in die Mitte bauen. Wir könnten das Treppenhaus vielleicht auch in die Mitte bauen.
Baust doch mal mit Holz und dann gucken wir Ja, mal. mache ich gerade. Willst du noch 66 Blöcke habe ich noch für dich. Nee, habe alles da. Ich habe alles da im Moment. Ist erstmal gut. So, warte. Dann mache ich mir die mal gerade weg. Die halbiere ich mir mal. Mache mir daraus normale Rahmen. So, wenn wir sagen würden, hier ist die Mitte. Wir machen hier ein Podest. So. Der ist falsch, dass man so hoch geht. So. Fläche ist nicht zu groß ohne Stützsäule dann. Wir können ja noch eine Säule reinbauen. Ah Das ist ja ja, nicht das okay. Problem. Mir geht es nur gerade ums Treppenhaus. Die Säule können wir ja trotzdem noch bauen. So, warte. Müssen wir mal nachher gucken. Eventuell können wir noch ein paar Blöcke noch mal rausnehmen oder so. So. Und wir müssen wo stehen? Wir müssen noch ein gutes Stück höher, ne? Wir Wir müssen müssen. richtig hoch. Okay. So, dann hätte man hier das nächste Podest. Das ging ja dann so rüber. Oder würde dann so rüber gehen. Funktioniert das so? Es würde funktionieren. Dann müssten wir den Block aber schrägen. So. Und wir müssten vor allen Dingen hier. Wir müssten hier dann eine Stütze bauen. Das wird dann später praktisch so eine Außenwand vom Treppenhaus. So. Den Block müsste man schrägen. Das ist aber nicht so schön, ehrlich gesagt. So. Müsste das Treppenhaus, glaube ich, einen Block mehr in die Länge ziehen, damit das ein bisschen mehr den noch weg. Oder wir machen es auch noch einen Block breiter und machen hier in der Mitte eine Stützwand. Könnten wir auch machen. Macht vielleicht mehr Sinn. So. Dann wäre man hier praktisch oben. Müsste es hier noch breiter werden. Und hier kommt dann die Wand dran. Kannst du mal hier den Außenblock hier nach unten ziehen, gerade als Stütze? Danke. So. So, das wäre praktisch dann die Wand. Schnell mal ein gigantisches Treppenhaus hier reingezimmert. So.
Willst du mal hochkommen? Kann ich machen. Ah ne, scheiße. Das ist eins zu schmal. Ist noch einen Block weiter raus. So. Passt das so als Treppenhaus? Ja. Passt. Mal eben schnell ein gigantisches Treppenhaus hier reingezimmert. Okay. Jetzt wird es halt nur unten ein bisschen eng, ne? Wir haben hier 2, 4. Nur hier hinten ist viel Platz. Du meinst, wegen den ganzen Kisten, den ganzen Schmieden, die Werkbänke, das war ja alles hier drüben, die Betonmische. Ja. Das war ja einmal ringsrum um diese Säule, die war ja nur halb so breit. Sei denn, wir setzen es. So breit, ja. Ja. Wir können die auch woanders hinsetzen. Oder wir nehmen halt, weil wir hatten ja extrem viel angesetzt, ne? Wir hatten ja irgendwie 6 Betonmische, 10 Schmieden, 4 Werkbänke und 2 Chemiestationen oder so. Das wirst du wahrscheinlich hier nicht reinkriegen, weil du hattest nämlich auch noch überall die Kisten dran an den Wänden. Das könnte schon. Ja, schon klar. Das wird dann nichts mehr. Ja, wir können das Treppenhaus auch anders bauen, das ist ja kein Problem. Wir können es auch gerne wieder so bauen, wie es letztens war. Wir können es auch gerne hier hinbauen und wir gehen dann hier einfach wieder so hoch. Ja, das reicht auch. Kann man auch machen. Ist halt dann nicht so cool. Oh, das ist falsch. Da könnt ihr ja auch hier unten noch was reinstellen dann. Ja, also könnt ihr auch oben noch was hinbauen, lagermäßig. Sollten noch nicht zu viele Etagen sein, sonst komme ich durcheinander, welche Etage was ist. Da brauchen wir echt Schilder, sonst komme ich nicht klar. Ja, dann bauen wir halt Schilder. Was bei dem anderen Treppenhaus ein bisschen verwirrend war, war diese Ecke oben zum Rumgehen. Da habe ich mich verlaufen. Weißt du, welche ich meine? Da bist du hier außen an der Seite hoch, wo du jetzt bist. Und dann ging das irgendwie hier lang und du musstest dich drehen und musstest dann so da reinlaufen. Das fand ich ein bisschen verwirrend, weil ich habe die Ecke nicht gefunden. Aber wir müssen, glaube ich, auch noch höher, ne? Wir müssen noch viel. Ja, das hier ist der untere Kampfstand, wo du jetzt bist. Da kommt der untere Kampfstand dran. Ich glaube, ich habe in der Höhe gestanden. Ich habe nicht auf einer Höhe gestanden. Habe ich auf einer Höhe gestanden? Ja. Ja. Okay. Na, ich hab's so hoch gestanden, dass ich ein bisschen schräg gestanden habe. Ja, von mir aus können wir auch eine Etage eine Lage draufpacken. Das spielt ja keine Rolle. Können wir von mir aus machen. Aber. Du musst dann so hoch. Was? Ja, du hast ja die Schräge der Treppe gesehen. Ja, genau. Das ist dann die zweite Etage. Richtig. Obwohl, nee, ich sehe sie immer noch nicht. Warte. Jetzt sehe ich die Treppe erst. Ja, dann ist das die zweite Etage. Ist ja kein Thema. Dann machen wir hier, dann gehen wir hier auf die Höhe, das ist die Abschlusshöhe. Gucken wir mal, dass wir die Treppe hier dran kriegen. So. So, das ist die Treppenhöhe. Es ist nur eine einfache Treppe. Dann kannst du dich auch nicht verlaufen. Oder? Ja, alles gut. So. Und das ist hier die Abschlusshöhe.
Und dann könnte man jetzt hier im Prinzip sagen, man macht hier die Etage erstmal drauf. Gucken wir, dass wir das erstmal fertig kriegen. Dann haben wir wieder ein Dach über dem Kopf, dann können wir uns unten drum kümmern. Ach so, ja doch, hier die Dings kann man ja machen. Die Treppenstufen und den Kram würde ich schon mal rausnehmen hier. Wir müssen dann nur auf jeden Fall. Ne, wir müssen nur gerade überlegen, wo wir dann hier eine Wand hinsetzen. Wir können ja mal kurz die Mitte nochmal bestimmen von dem Ding hier. So, das ist die Mitte. Okay. Und theoretisch reicht das aus mit einer Säule. Aber wir könnten auch sagen, wir machen irgendwie was Breiteres hier rein. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass es so ein bisschen getrennt war, so links und rechts an der Wand dran die Kisten und außenrum die ganzen Werkzeuge und alles sowas. Das fand ich ziemlich cool. Also, dass es schon eine breitere Säule war, aber wir dann die Arbeitsstationen alles links und rechts hatten und dann auch systematisch so aufgebaut. Das fand ich ziemlich cool. Weil es war auch immer noch genug Platz. Es sei Ja denn, du willst gut. es fanziger haben. Ja, wir können auch sagen, wir machen eine Dreiersäule rein. Also. Ja. Genau. So. Und ziehen die bis oben hindurch. Können wir auch machen. Ja, dann ist auf jeden Fall mehr als genug Platz. Dann machen wir das. Kannst ja, wenn du willst, die schon mal hochschießen, die Säule. Ich kann ganze Blöcke setzen, aber ich habe keinen Platz. Ach so. Ich bin krachend voll. Ich Ja, könnte gut. dir Beton geben oder Pflastersteine und du könntest Pflastersteinblöcke in deinen Taschen fertigen. Und dann kann ich Pflastersteinblöcke setzen. Ja, dann gib mal her. Und ich kann jetzt Pflastersteinblöcke noch machen. Und hast du welche da auf Tasche? Ja. Dann gib mir mal ein paar. Okay. So, dann setze ich die hier mal rein. Brauchst du eine Nagelpistole? Ich hätte noch sonst einen Hammer im Angebot. Ich habe eh keinen Beton. Ja, ich aber. Da! Falsch gesetzt. Ich würde sagen, ich setze und du kannst hier. Achso, die Säule geht. Ist das nur eine Säule, ne? Ist kein durchgängiges Ding hier. Einmal drei. Und die Kisten machst du dann wie, wo dran? Na, das gucken wir dann mal, wenn wir die Säule oben haben und die Decke drauf haben. Ich hätte das wie eine Wand gemacht. Okay. Dann 3 mal 3. So, du musst erstmal aufwerten. Ja, deswegen wollte ich dir die Nagelpistole geben. Und wieso wertest du nicht auf? Dass ich hier oben die Etage weiter drauf machen kann. Ach so. Na, ich mach mal. Ich scroll mal zur falschen Seite. So, da lasse ich mal gerade noch stehen. Wenn nicht, dass mir das da oben gleich irgendwie zusammenkracht. Auch wenn das gerade ein bisschen kurios aussieht. Huch, schon ist es passiert. Aha. Dann würde ich die Treppe, würde ich schon mal so, wie sie ist, jetzt schießen, ja. Schieß mal.
Mache ich aber nur aus Holz. Ja, das reicht. Ich muss jetzt irgendwie da hochkommen. So. Habe ich keine Pflastersteine. Na, aha. Ich habe auch keine mehr. Nee, ich hab Steine. Ich habe aber Pflastersteinblöcke. Wieso willst du die nicht setzen? Alles gut. So sparen wir uns das. Geht viel schneller. Halb so viel. Ja, okay. Wir machen es wieder auf der langsame Art und Weise. Ja. Ist so. War das dein Bauch? Ich hab nur was getrunken. Ah, ein Tee. Nee, ein Wasser. Wasser? Dann macht das so komische Geräusche. Was war das für Wasser? Na, so ein Mineralwasser-Ding. Ah, wegen der verbesserten Verdauung, ja. Genau. Ich hatte schon immer eine gute Verdauung, das weißt du doch. Hm. Klar. So, wie hoch muss ich noch? So hoch wie du bist? Ja, das ist die Etage hier, genau. Ja, dann. Eigentlich wollten wir hier den Kampfstand eine Etage tiefer machen, aber du wolltest ja gerne hier hin. Ja. Okay, dann... Dass die Plattform jetzt hier auch setzen oder was? Aus Blöcken? Wo ich draufstehe? Moment. Oder bleibt das aus Holz? Das hier bleibt Holz. Okay. Und sei denn, du willst unbedingt gerne Betonoptik haben. Aber wir können es auch aus Beton machen und pinseln es nachher an. Mir egal, also das hier drin bleibt jetzt erstmal so. Das hier. Ja, hätte ich jetzt gesagt, dann brauchen wir nicht ganz so viel Beton, aber... Gut, gut. Wenn du möchtest, können wir uns auch gerne voll aufwerten und bemalen es nachher. Und Pinseln ist ja dann dein Job. Ups. Machst du da schon wieder? Na, die Außenwand, Blöcke setzen und aufwerten. Ups. Und kaputt machen. Ja, kaputt machen kann ich gut. Ja. So, okay, warte, ich muss nochmal runterkommen. Huch, wo ist die Treppe hin? Die ist doch gerade eben zusammengefallen, sag mal. egal. Hm. Geh mal was Produktives machen. Ja, zum Beispiel? Die Mauer fertig machen. Ja, mach das doch. Mhm. Okay. Ihr Beton ist alle. So, dann setze ich hier auch mal ein paar Pflastersteinblöcke, damit Jule zufrieden ist, damit es hier langsam vorangeht. Finde ich gut. Machen wir hier gerade mal eine Schräge rein.
So, wird doch langsam. Okay. Machst du schon wieder? Ich überlege, was wir als erstes machen, was schnell geht, effizient ist, damit wir hier vorankommen. Na, Kisten bauen, aufstellen, Kann ich füllen. nicht. Ja, ich habe keinen Platz, ich habe keine Nägel, das ist alles Ja, ist du. das jetzt meine Schuld? Boah. Nö, aber du hast das in den Taschen und wenn du sagst, na Kisten bauen und du das weißt, dann let's go. Blöd. Wo sind denn die? Nägel? Vielleicht noch in der Schmiede, die du angeschmissen hast. Nein, nee, nee. Hatte ich nicht gerade jetzt noch einen Block Treppen? Sind die jetzt getroppt? Sind die jetzt weggebackt? Habe ich mich jetzt total verguckt? Hätte schwören können, ich hatte gerade noch Treppen in der Tasche. Aber egal. Keine Ahnung. Hab keine. Irgendwie komisch. Achso, wir hätten auch können Treppen mit Geländer bauen, ne? Wir werden schon nicht runterfallen. Alles gut. Soll ich das Loch dazu machen? Kannst du gerne mal zumachen, ja. So, dann machen wir uns gerade noch mal ein paar Dings hier. Achso, nee, dann können wir. Nee, der macht aus Holz. Und dann setzen wir uns hier einfach nochmal die Dreiecke drauf. Könnte ich doch eigentlich da oben sagen, Formkopie. Formkopie, Stellung kopieren. So, oder? Ja. So, sieht doch ganz gut aus. Die Tür auch zu hier? Ja, wegen der Tür haben wir uns Ach noch nee, gar das keine ist ja Gedanken eine gemacht. Schießscharte hier unten. Das ist eigentlich eine Schießscharte, genau. Wir haben noch keine Tür. Tür ist noch nicht geplant in unserem Haus. Die Gut. Haustür, die bauen wir ganz am Schluss. Sehr schön. Oder? Ansonsten ist das doch schon mal gar nicht so verkehrt. Machen wir mal hier die Säulen mal geradeaus. Ich habe kein Holz mehr. Ich muss das Holz besorgen gehen in der nächsten Folge. Nicht rausnehmen den Block. Ich mach gar nichts, ich stehe hier Weil du rum. darüber läufst. Ich dachte jetzt heute Nein, nicht, ich dass du jetzt einen nehme. Block da Ja, ich rausnimmst. sehe schon, dass das dann zusammenbricht. Soweit kann ich Ja. auch zusammenzählen. Okay, gut. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Okay. Bis was zusammenbricht, sage ich nichts mehr. Okay. gut, ja, also nächste Folge weiter hier basteln. Und dann können wir mal ein paar Kisten hier reinbauen. Und dann können wir mal überlegen, wie wir alles hier hinstellen, so ein bisschen in der nächsten Folge. Klingt nach einem Plan, oder? Ja. Oder machen wir die Folge hier länger, weil es die Jubiläumsfolge ist, in der du mich nicht angemeckert hast, sondern nur mit mir geschimpft hast und ständig gemeckert hast, dass dein Inventar voll ist. Hä? Du hast ja gerade selber widersprochen. Ich habe dich nicht angemeckert, aber du hast dich angemeckert. Ich Hä? sehe es. Hä? Mir
Mir egal. Ich, ja, ich stehe hier und warte, weil ich kann nichts tun. Ich stehe von. Du stehst da und wartest. Der, keine Ahnung, bau dir eine Kiste und schmeiß den Scheiß da rein. Hier hast ein paar Nägel. Weißt du nicht? Ja, super. Wie soll ich denn Kisten bauen, wenn ich voll bin, du meine Fresse? Wie oft denn noch? Wie kann man sich denn so voll beladen? Weil wir umziehen. Dann ist das meistens so, dass man alles Mögliche gleich mal mitnimmt, ne? So wie beim Einkauf. Ich laufe nur einmal und nehme alles mit hoch, egal wie schwer es ist. Und jetzt mal irgendwie überlegt, wie man hier auch wieder was reinkriegt. Ah, ist egal. Ich wüsste, wie ich was reinkriege. Mal wieder bis dahin. Ja, ja, ich komme gleich rüber. Kriegst du von mir mal was rein. Lol, lächerlich. Okay. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge nochmal wieder. In der Zwischenzeit geh ich mich mit Jule kloppen. Ja. Alles klar. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss.